Ohne Yachttourismus wäre Namibia nicht das, was es jetzt heutzutage reflektiert. Ich bin Alexander Rogel, Berufsjäger in der dritten Generation hier in Namibia. Wir sind drei Brüder, die das Ganze zusammenführen hier, Otjuruse Safaris. Haben drei Unterkünfte im Land verteilt und eine gesamtbejagbare Fläche von 36.000 Hektar Eigen und noch weitere Konzessionsgebiete dazu. Also ein sehr großes Gebiet. Oryx vor Fleisch und Rauen. Top. Dann gucken wir heute noch Oryx, heute Morgen. Ja, heute Morgen. Und Perlhühne. Und Perlhühner. Perlhühner für die Engländer. Super.
körperlich und Gehirn ist halt schwach und deswegen wollen wir den rausholen. Ja, wir haben jetzt gerade, waren auf einer großen Fläche hier und da steht richtig viel Wild, darunter auch zwei Springböcke. Mhm. Und ich habe selber noch keinen Springbock geschossen, deswegen ist es für mich jetzt echt ein Highlight. Also ich freue mich da wirklich drauf. Kleiner Wunsch geht vielleicht heute in Erfüllung und da wollen wir jetzt mal den anpirschen. Genau. Ja. 120 Meter. Mhm. Versuchen jetzt noch ein bisschen näher ranzukommen, dann vielleicht 70, 80 Meter. Okay. Jetzt angepirscht, kam auch so die nächste Distanz so 120, 130 Meter ran, wollen aber noch ein bisschen näher und man hat wieder gesehen, das ist halt das Spannende am Springbock, die stehen auf den großen Flächen, die können gut gucken, sind sehr aufmerksam und deswegen hat das jetzt leider wieder nicht geklappt, aber der Anreiz ist da, vielleicht klappt es ja noch. Ja, wir probieren nochmal. Das Fleisch, was wir hier von den Trophäentieren, wird hier verwertet, zum einen in unserer eigenen Küche. Die Gäste bekommen eigentlich nur Wildfleisch zu essen. Dann haben wir natürlich unsere ganzen Angestellten, die auch alle pro Woche jeder ein Deputat kriegen. Und wir sind auch noch in der Holzkohleproduktion, wo wir knapp 250 Leute beschäftigen. Und die bekommen auch jeder 2 Kilogramm pro Woche. Also da ist schon mal recht viel was an Fleisch, was wir selber verbrauchen. Und wenn da noch was übrig bleibt, dann verkaufen wir das auch für den lokalen Markt. So, jetzt kommt der Nachmittagsausflug. Ab ins Revier. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. Also wir stehen hier bei einem wunderschönen Sonnenuntergang und wir haben wieder den alten Oryx jetzt hier auf der Patt gesehen. Versuchen den jetzt wieder bei letztem Licht anzugehen. Ich bin gespannt. Also das Wetter ist traumhaft. Schöner kann es nicht sein. Ja, komm mal versuchen. Das ist ja heftig. Ich hab den gesehen. Der steht 10 Meter so im Busch. Ja. Also der Oryx liegt 10, 15 Meter im Busch. Eben haben wir ja schon an der Straße gesehen und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir stellen uns auf und dann versuchen wir den aufstehen zu lassen. Alles klar.
Büsche vor, aber es ist, der Oryx liegt nicht weit hinter, also wird spannend, wenn er aufsteht. Das ist so 50-50 Chance, ob wir schießen können oder nicht. Müssen wir mal schauen. Nicht bewegen. Nicht wirklich eine freie Lücke. Wir gehen so ganz nach links. So. Lass mal so. Okay, so ist gut. Schön vorne aufs Blatt, ne? Bisschen ruhig, ein bisschen nicht zu tief, ne? Warst du drauf? Wir haben jetzt den Oryx Bullen beschossen. Er stand auf und ich habe ihn vorne auf den Stich geschossen, hat sich sehr gut angehört, Kugelschlag war eindeutig da und ja. Er ist auch, ich meine, er ist umgefallen, also man hat es gehört. Und ja, man hat es krachen gehört und ja. Ich glaube, ja, wir gehen jetzt hin genau. Und nutzen noch die letzten paar Minuten Licht für die Nachsuche und wenn nicht, haben wir unsere Hunde auch noch dabei. Ja, also wir haben jetzt hier vorne gerade Lungenschweiß gefunden, so wie ich auch abgekommen bin, perfekt, also müsste ein tödlicher Schuss demnach sein. Ja, sollte nicht weit sein. Da vorne, warte. Nee, das ist eine Brandstelle. Der hier ist nochmal richtig gut Schweiß. Das heißt, Wald kann er eigentlich nicht mehr gekommen sein. Oh, da liegt er. Siehst du. Weidmanns Dank. Super. So weit ist er doch nicht mehr gekommen. Ja. Sauber. Alter Kerl. Perfekt. Weidmanns Dank. Alter Bulle. Ein guter, ja. Zu deinem Warzenkeiler Gesellen. Ja, nee, ich meine, die standen ja auch beide in derselben Ecke. Ja, genau. Das ist wohl dein Altersheim hier. Genau. Ja, den haben wir ja vor 2 Tagen schon mal gesehen, wo wir den Keiler hier gesehen haben. Ja. Und auch um die gleiche Uhrzeit. Ja. Und da war jetzt die Devise, noch mal gucken, ob er nicht noch mal da steht. Und wir saßen im Auto, auf einmal fängt er an zu lachen. Ich fange auch an zu lachen, der Oryx steht da. Wie geplant. Ja, war wirklich ein uralter Bulle. Ein guter Selektionsabschluss, weil ja. Der ist ja gar nicht so hoch und so stark, ne? Nee, der ist ganz stark abgeschliffen schon, ne? Der ja. War sicherlich deutlich schon länger. Aber der ist jetzt, wir reden hier über 16, 17 Jahre. So alt meinst du? So alt ist der. Wahnsinn. Ja. Nee, wirklich. Ne, du kannst hier unten diese Aufstockung der Ringe sehen. Ja, die liegen ja schon fast aneinander. Das kannst du ja. Ja schon fast gar nicht mehr Ringe nennen. Ja, genau. Ne, und das nennen wir die Socke. Wenn sich diese Socke so aufschiebt, hat auch einen Abszess an der Brust. Und hier unten die Haare, die alle so weg sind, das ist auch ganz typisch. Ne, und ja, wirklich so ein Bulle, der in den letzten Zügen ist. Und genau das Richtige für uns. Ich bin glücklich. Danke. Super. Mit den Einnahmen aus der Jagd wird natürlich zum größten Teil einfach dieses Gebiet finanziert. Man muss immer sagen, wir versuchen sozusagen zurückzubauen, wieder Richtung Wildnis, Richtung Natur. Das ist halt nicht als Rinderfarm zu nutzen, sondern halt wirklich rein für Wild dieses Gebiet zu halten. Also werden also infrastrukturelle Sachen werden damit finanziert, wie Wasserstellen, Bohrungen, Wasserbohrung. Ohne dass es hier halt auch kein Wild geben würde, weil wir halt nur eine kurze Regensaison von 4 Monaten haben. Ein spontaner Pirschgang geht zu Ende, extrem erfolgreich. Der Oryx liegt vor uns. Wir haben ihn, wie gesagt, halt schon 2-3 Mal gesehen. Er war bestätigt, es ist ein uralter Bulle und wir haben die Chance optimal genutzt. Mehr war nicht möglich. Der Bulle hat uns ganz kurz gesehen. Wir waren aber glücklicherweise schon bereit und ich konnte ihn dann ja, leicht schräg spitz hier auf den Stich schießen. Nach 40 Meter Totflucht lag er jetzt im Dickicht und wir haben hinter uns, jetzt ist die Sonne mittlerweile untergegangen, aber immer noch tolle Farben, einzigartig und dafür fliege ich gerne nach Namibia. Ja, die Lodge ist ziemlich groß, hat 8 Zimmer, ein Pool, wo man nachmittags wunderbar reinspringen kann, sich abkühlen kann, so wie wir das gemacht haben.
Wer Sport machen möchte, auch kein Problem. Ein kleiner Tennisplatz ist dort. Zusätzlich haben sie ein zahm Geparden und drei, ja, nicht so ganz zahme. Aber da kann man rein, Fotos machen und mit dem ein bisschen spielen. Nachmittag Kaffee und Kuchen und um 4 Uhr geht es dann weiter. Und wenn man das dann gemacht hat, ist man abends auch wirklich fix und fertig. Man darf das nicht unterschätzen, es ist anstrengend, die Sonne knallt und man freut sich abends dann auf ein richtiges, tolles Abendbrot. Und wenn einer kochen kann, dann sind es die Namibianer. Die bereiten so lecker Fleisch vor, immer frisch geschossenes. Und ja, da kann man sich das richtig gut gehen lassen. Gerade für Nichtjäger, die eventuell mitreisen, aber auch genauso für Jäger, bietet die Lodge was ganz Interessantes an. Und zwar haben die extrem viele Pferde und die sind reitbar. Und der Max, mit dem ich hier war, der sagte mir, hey, pass auf, lass uns doch mal reiten gehen. Man muss dazu sagen, ich habe zwar schon mal auf dem Pferd gesessen, aber ich bin noch nicht geritten. Es war eine ziemlich lustige Aktion. Ich kann aber sagen, ich habe es nicht bereut. Ich will euch gar nicht zu viel verraten. Schaut einfach das Video. Wir hatten ordentlich Spaß dabei. Oh mein Gott. Das hast du gut gemacht. So Alex, ein paar tolle Tage gehen zu Ende. Wir waren jetzt ungefähr 6 Tage, Jagdtage hier vor Ort. Es war ja eine relativ spontane Aktion. Max hat mir ja gesagt, hey, pass auf, wir wollen jetzt hinfliegen und eine Woche vorher wusste ich Bescheid. Ich hatte erst auch ein bisschen Bedenken mit Corona, aber das geht zurzeit in Namibia. Du kannst einfach herkommen, weil Namibia ist kein Risikogebiet. Ihr müsst nur einen negativen Corona-Test vorweisen und dann könnt ihr einreisen. Das wissen viele nicht. Nee, Namibia ist da wirklich risikofrei und wir haben, glaube ich, mit die geringsten Corona-Zahlen weltweit. Und ja, das ist halt mit einer Bevölkerungszahl von 2,5 Millionen auf so einer Riesenfläche ist natürlich auch die Gefahr der Ansteckung einfach minimal. Ja. Na, und wir sind auch alle getestet und alle safe, also das ist alles super. Genau. Ja, und so haben wir hier echt ein paar schöne Stunden erlebt. Wir haben super spannende Pirschgänge zusammen gemacht. Hatten klasse Yachten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ja schon 3-mal in Namibia, aber ich habe immer wieder neue Informationen hier bekommen, also was die Natur, die Flora und Fauna angeht. Da kennt sich Alex super aus und die ganze Lodge, das hat gestimmt, die Atmosphäre, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ich kann es euch nur ans Herzen legen, wenn ihr Fragen habt oder auch mal herkommen wollt. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung eingeblendet, da könnt ihr draufklicken. Ihr könnt Alex alles fragen und ja, wir haben ja schon gesagt, wir wollen das nächstes Jahr wiederholen. Genau, dann machen wir das nochmal. Genau, 2021 komme ich wieder her, das hat es mir echt angetan. Aber ich kann euch nur warnen, einmal Namibia oder Afrika, immer Namibia und Afrika. Ja, genau. Wenn man das so macht, wie wir das hier auch gemacht haben, schön pirschen, lange pirschen und gezielt auf alte Trophäen und sowas, das steckt einen einfach an und das will man auch immer wieder erleben. Das kann ich euch sagen, Yachtfieber pur und ja, Alex, hat mich gefreut, dich auch kennenzulernen und dich nächstes Jahr wiederzusehen. Genau. Also, Weidmanns Dank nochmal.